So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon TV und die Folge wird wieder mal zwischen Tür und Angel einfach so hingerotzt, denn wir haben ja keine Zeit und wir haben noch einen strikten Zeitplan. Und wir schauen mal kurz in die Beiliste. Die Jalga ist noch da, 3 Stück und ein Reptain. Aber wir warten eigentlich auf Sonnenkern-Raids aus dem Einer, damit man die Shiny-Jagd beginnen kann. Hab leider noch keinen gesehen, seitdem das Pflanzen-Event da ist, aber vielleicht ändert sich das ja die nächste Zeit. Heute wollen wir wieder eine weitere Gen 4-Entwicklung machen. Dazu müssen wir natürlich erstmal hier den Feldforschungsdurchbruch abholen. Schauen mal, was da dabei ist. 5 Überbälle, 2000 Staub, 3000 Erfahrungspunkte und ein Registeel. Das schlechteste von den Regis ist dabei. Aber das kann ja eh nicht fliehen. Also nehmen wir mal ein paar gelbe Bären. Wir können ein bisschen das Werfen üben natürlich nochmal. Einfach fabelhaft. Normalerweise hätte ich ja auch rote Bälle genommen, weil, wie gesagt, das kann halt nicht fliehen. Aber die brauche ich für meinen Klicker. Jetzt weiß ich auch, wieso der Ispo damals immer 1000 Stück gesammelt hat und hat alles andere weggeschmissen. Ich momentan schmeiße eigentlich immer nur noch die blauen Bälle weg. Mit den gelben fange ich am Community Day und ansonsten die roten für alles andere. Kannst mir da einen aufnehmen. Angriff beste, Angriff auf 15. Okay, dem können wir mal ein Sternchen geben. Scheint gar nicht so schlecht zu sein. Aber wir gucken mal auf das heutige 100er, was wir entwickeln wollen. Oh, jetzt habe ich schon wieder was vorweggenommen. Auf das heutige Gen 4 Pokémon, was wir entwickeln wollen. Und das ist ein Yanma. Da haben wir hier eins, ein kleines, ein Lucky und auch ein 100%iges. Yanma, 347 Bonbons sind auch vorhanden und deswegen wollen wir wieder eine weitere Gen 4 Entwicklung durchführen. Ich mach mal kurz den Ton noch ein Stück, dass wir das auch mal schreien hören. Und ich würde sagen, wartet mal, ich muss mal die Musik ausmachen, ich habe mich gerade erst angemeldet. Ich finde die Musik nämlich immer so schrecklich. Jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt werde ich das erstmal ein bisschen pushen und für die letzten 2 Pushs melden wir uns zurück und dann werden wir es entwickeln. Beziehungsweise, bevor ich euch einfach abwürge, geben wir mal so einen Push und gucken mal, was es da so macht. Hey, und das machen wir jetzt ein paar Mal, bis nur noch 2 Pushs übrig sind. Also bis gleich. Da sind wir wieder, 14,49, das wäre eigentlich ganz cool für die Superliga, aber wir wollen jetzt erstmal entwickeln und dann die 2 letzten Pushs dazugeben. Ein weiterer Sinnohstein geht flöten. Ja, und es fliegt um sein Leben und da wird es hässlich, hey! Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Neuer Pokédex-Eintrag natürlich. Und da seht ihr auch die ganzen anderen Dinger, die da dabei sind. Aber 2 Pushs gehen ja noch. Die letzten 2 Stufen für 15 Bonbons und 10.000 Staub. Die werden wir jetzt auch noch geben. Da hören wir nochmal den betörenden Sound. Der geht ja richtig ab, ne? Und das letzte Power-Up auf 2946. Leider nicht die 3000 geknackt, aber trotzdem hätte ich gar nicht gedacht, dass das so hoch kommt. Sieht eigentlich auch richtig gefährlich aus. Bam! Vielleicht kriegt das ja nochmal eine Mega-Entwicklung und bringt dann einfach alle um. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Wir nehmen mal kurz die 100 weg. Jan Mega! Nee, war wieder mal ein Denkfehler von mir. Da gibt es keine Mega-Entwicklung, weil das heißt ja jetzt schon Mega. Mega, Jan, mega. Ha, das wäre natürlich auch was. Aber 2946 an dieser Stelle natürlich. Habt ihr auch schon einen Jan Mega entwickelt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder was habt ihr bis jetzt so entwickelt? Habt ihr die erste Welle schon vollständig? Habt ihr von der zweiten Welle schon was gemacht? Auf Anhieb fällt mir jetzt ein, Tangela zu Tangolos habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich noch keinen
richtig krasses, was es sich lohnen würde zu entwickeln. Da bin ich noch am Tauschen, am Raiden, am Sammeln, am Machen, am Tun. Aber Geduld zahlt sich immer aus, wie man sieht. Vielleicht jetzt auch durch diesen Glücksfreund, was man machen kann. Vielleicht da einfach mal gezielt Angelas tauschen, um ein richtig dickes Nudelmonster zu bekommen. Das war es aber von meiner Seite aus und von Jan Megas Seite aus natürlich auch. Und, achso, wir drücken die Sätze auch mal durch, haben wir heute gar nicht gemacht. Kannst mit allen aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung, die besten, die ich je gesehen habe. Das also eine weitere Gen 4 Entwicklung für euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder eine durchführen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.